Hallo, schön, dass ihr dabei seid heute zu einer leckeren Johannisbeertorte. An Zutaten dazu brauchen wir Butterkekse, Butter, Johannisbeeren, Quark, Frischkäse, Puderzucker, kalte Sahne, Sahnesteif oder Sanapart, etwas Vanilleextrakt, ein paar Johannisbeeren für die Deko und ein wenig Schokolade. Die genauen Mengenangaben sowie das Rezept zum Nachlesen findet ihr wie immer direkt hier unter dem Video in der Infobox. Als erstes machen wir den Keksboden. Dazu brauchen wir flüssige Butter und die Butterkekse werden fein zerbröselt. In einer Schüssel verrührt ihr dann die Keksbrösel zusammen mit der flüssigen Butter so lange, bis das Ganze etwa wie feuchter Sand geworden ist. Danach nehmt ihr die Masse und gebt sie in eure Springform. Die habe ich vorher schon mit Backpapier ausgekleidet. Mit dem Löffel könnt ihr das Ganze schön gleichmäßig und fest andrücken. Danach kommt die Form für etwa eine halbe Stunde in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit wird die Sahne schon mal steif aufgeschlagen. Ihr könnt dazu etwas Sahnesteif oder Sanapart verwenden. In eine große Schüssel gebt ihr dann den Frischkäse, den Quark und Puderzucker und verrührt das Ganze zu einer glatten Creme. An der Stelle könnt ihr auch noch etwas Vanilleextrakt dazugeben. Danach hebt ihr die vorher aufgeschlagene Sahne mit dem Gummischaber vorsichtig unter. Wir haben uns jetzt auch einen Johannisbeerstrauch in den Garten gesetzt. Ich bin ja mal gespannt, ob der nächstes Jahr dann auch ein paar Früchte trägt. Habt ihr auch Johannisbeeren zu Hause? Und wenn ja, was macht ihr denn so da draus? Oder schnabuliert ihr die Früchte einfach so direkt vom Strauch ab? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Nun gebt ihr von der Masse etwa 2 bis 3 Esslöffel in eure Springform rein und verteilt die schön gleichmäßig und darauf gebt ihr dann eure Johannisbeeren. Drückt die Johannisbeeren leicht mit den Händen an und gebt dann die restliche Creme obendrauf und streicht die schön glatt. Danach wandert die Torte für gute 2-3 Stunden in den Kühlschrank. Ihr könnt sie aber auch über Nacht im Kühlschrank stehen lassen. Die Schokolade könnt ihr schon mal über einem Wasserbad schmelzen. Die gut durchgekühlte Torte könnt ihr dann vorsichtig mit Hilfe von einem langen Messer aus eurer Form lösen und dann nach Wunsch dekorieren. Ich habe jetzt hier die flüssige Schokolade einfach ein bisschen drüber laufen lassen und dann noch ein paar Johannisbeeren für die Deko obendrauf gegeben. Bis zum Servieren sollte die Torte auf jeden Fall im Kühlschrank gelagert werden. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Schreibt mir eure Meinung dazu unten einfach mal in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen hier auf meinem Kanal. Tschüss!